Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Xyran, Tour und Abonacho. Hier sind sie. Er hat wieder einen Knicks gemacht. Ja, mache ich auch. Ja, den habe ich diesmal gar nicht gesehen. Schicke Hose hast du an. Ich Die weiß gar steht nicht, dir. ich weiß Betont gar nicht, deine wie ich gekleidet Figur. bin. Oh ja, doch, Tatsache. Ein bisschen dünn, ne? Ja, ein bisschen, aber. Ein bisschen. So wie wir hier immer unterwegs sind, na, ist das ja auch kein Wunder. Hey. So, du wolltest mir noch ein paar Teile geben, In sechs hast du Sekunden. gesagt? Fünf, vier, Ich habe drei, nämlich eben, zwei. weil ich nur entsprechende Punkte hatte, die Workbench gelernt, wie wir das jetzt herstellen. 244er Level hat der. Du hast deiner 239? Ja, okay, dann kannst du deinen nehmen. So, du brauchst 25 Forged Iron. Klick, 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 klick. Bitteschön. Und ja, den Rest siehst du ja selber, ne? Müsstest du, glaube ich, hier in den Nee, Kasten finden, habe glaube ich ich, jetzt ne? noch nicht, weil ich habe jetzt Ah, nur nachgeguckt, weil du die eben Wrench. nachgeguckt Ja, dann hattest. guck doch jetzt mal nach, weil du willst ihn noch herstellen, oder? Denke ich mir. Da musst du ja sowieso nachgucken, was du brauchst. Ja, hast du mir jetzt einen anderen Clawhammer gegeben? Hast du nämlich nicht, den du mir machen wolltest. Ja, du willst doch nicht den neuen verbrauchen. Das ist Oder? wohl richtig. Eben. Dann stell doch So. erst her und dann kann ich ihn dir Was geben, weil brauche ich ich denn? glaube, 20 sonst. Ich glaube, das Spiel sucht sich Mechanical sonst Parts. zufällig einen raus. Wo haben wir Genau. denn die Mechanical Parts? Mittlere Kiste, glaube ich. Oder rechts unten. Ich glaube aber die mittlere. Da sind, glaube ich, 23 drin oder so. Ich sehe gar keine. Moment. In einer Kiste liegen alle drin. Musst du gucken, welche. So. Ja, in der oberen. Ah, okay. Oder so. Das dauert jetzt noch einen Moment, aber dann habe ich auch gleich zweimal Crossbow hergestellt So. und ich habe schon einiges an Pfeilen. Einmal den Hammer bitte. Wo ist er denn da? Den hast du doch. Nein, den Hammer für mich. Ach so, Den hast du hab. die Workbench schon in der Herstellung, oder Die wie? läuft auch schon längst. Ja, Ah, bitteschön, natürlich. hier dein Hammer. Endlich. Ich Ja, habe weil wieder das einen Spiel Hammer. sucht sich doch wahrscheinlich mit der 50-50-Chance sonst den falschen raus. Das wäre ja auch blöd irgendwie. Auch wenn der Das weiß ich. Qualitätsunterschied jetzt nicht so wahnsinnig war, aber. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was für Ist eine so. Eisenspitzhacke kannst du bauen, sagst du? Weiß ich nicht. Probiere ich mal eben aus. Pickaxe. Keine Ahnung, bei welchem Level ich jetzt bin. Aber ich kann orange, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, nee, da gehe ich schon drüber. Also gelb kann ich definitiv. Also gelb kann ich definitiv. Ich kann, Moment, was ist das hier? Skill Construction Tools. Nee, Mining Tools ist das, ne? Mining Tools. Nee. Welcher Skill ist denn das? Construction Tools. Nee, Toolsmithing ist das, ne? Toolsmithing. Habe ich 29. Was habe ich mir? Warte mal. Wo muss ich denn hin? Weiß ich nicht, ich habe Tool angegeben, aber die heißt es ja, dass ihr übersetzt, ne? Das ist, müsst ihr irgendwas mit. Klick mal auf das Werkzeugsymbol Nee, in ich den habe schon Skills. Werkzeugschmied, habe ich auf 5. Ja. Ja, So. okay. Dann. Wer möchte? Es liegt in der unteren linken Kiste, liegen 187 Iron Crossbow Bolts und eine 355, ein 355er Crossbow. Darf ich will? Ja. Ich nehme ja Gut. auch irgendwie nachher einen raus. Ich mache uns erstmal drei Pickaxes hier, ne? Well, dann kannst du auch meine restlichen Pfeile noch haben. Die 37 Stück, komm mal her. Deine Pfeile ich kannst du mir hatte erstmal geben. ich Bitteschön. hatte ja eine 464er Pickaxe gefunden. Also ich bin erstmal versorgt. Und den Ich letzten denke, Pfeil, du den hast gebe eine ich dann. Fire Axe gefunden und keine Pickaxe. Eine Pickaxe hatte ich doch später gefunden noch. Achso, Die okay. ist ja gut, die findet ja alles. Der Eine wie Wahnsinn, viel? oder? Eine wie viel? Dann gib ihr Avo. Sonst, also vielleicht, ich will sie dir jetzt nicht Ja, wegnehmen, aber nö, ich kann sie ja wo geben. Avo hat Warte. den krassen Mining-Skill, der braucht nur noch zwei Schläge oder Ja. sowas und dann ist so ein Ressourcenstein weg. Ich wollte ja Guckst du? auch Dingens. Ja, ich gucke. Bitteschön. Gucke. Also Okay. schneller bist du mit dem Oh. Ressourcenstein wahrscheinlich erstmal, bis du eine Mine gefunden hast. Wenn du es eilig hast bis Tag 14, weil mit zwei Naja. Schlägen müsstest du so einen Stein weghaben. Also, denn ich habe wieder das Glück, dass nach 5 Block eine richtig fette Eisenmine kommt. Kannst du gucken. Achso, Ja. musst du schauen. So, ich habe mich jetzt So. soweit mal komplett leer gemacht. Ich laufe jetzt nochmal los und Ja, mach die komme ich Kiste mit. nochmal leer. Ja. Ja, und ich esse jetzt erstmal noch Komme was. ich mit. Achso, Nee, halt. Mir hatte das kürzlich jemand in die Kommentare mal geschrieben. So ein Block Eisen unter der Erde bringt dir relativ genau meistens 35 Eisen. So. Das bringt dir einen Ressourcenstein aber auch. Plus
plus Potassium plus Kohle, die wir ja brauchen. Und die sind halt zuverlässig gefunden, weil ich habe auch gesagt am Anfang, nee, ich glaube doch keine Ressourcensteine, so ein Blödsinn. Erstmal, wenn du nichts anderes findest, musst es. Und wahrscheinlich ist es sogar nicht weniger effizient. Der einzige Also, Vorteil ist, wenn du eine Mine hast, dass du halt nachts abarbeiten kannst, ne? Das kannst du halt mit Ressourcensteinen halt nicht so gut, ne? ich sag mal so, wenn ich die Mine nicht gehabt hätte, ich habe am Anfang auch Ressourcensteine gekloppt, logisch muss ja sein. Ja. Wenn ich die Mine nicht gehabt hätte, dann hätte ich nicht bauen können, was ich gebaut habe bis zum Tag jetzt. Ja. Das wäre nicht möglich gewesen. Ich bin eine Nacht drinne gewesen, ich weiß nicht, 1500 oder was habe ich da rausgeholt. Das Roheisen 1500. Ja. Ja, okay. Ja, das ist eine Menge. Obwohl, ich habe jetzt in meiner Schmiede, glaube ich, auch 5000 Eisen insgesamt oder sowas. Nur die Steine. Ging auch relativ fix. Ja, und eine Mine ist natürlich schon nett, weil man vor allen Dingen nachts arbeiten kann, ne? So. Ja, und ich habe ja immer dieses lustige Glück. Ich finde sie ja immer relativ gute. Ja, nur zu. So, wenn du da eine findest, So. her damit. Aber ich wollte nur sagen, wenn du es nämlich eilig hast bis Tag 14, dann. Ja, was heißt eigentlich, ne? Ne? Also, wenn du da großartig Metall und so haben willst, dann der Ressourcenstand ist sicherer, sag ich mal so. Ne? Der ist halt da, ne? Ich stelle jetzt erstmal unsere Workbench auf. So, steht. Im Erdgeschoss. Echt? Ja. Nicht oben? Okay. Ging nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wohin. Wenn du die Treppe raufkommst, gleich da an der Wand. Na, ich habe überall geguckt, aber das war irgendwie dann alles zu eng. Jetzt habe ich sie Dann schick. Jetzt habe habe ich ich sie eine schick lila drin. Taschenlampe gefunden. Schön. Nee, na nicht, dass uns unten irgendwann mal Zombies reinkommen und dann. Da hätte ich ja mal Angst vor, ne, dass die uns die zerkloppen dann oder so. Na, wir wollten ja gucken. Ich schaue jetzt erstmal, ob wir überhaupt da Bäume stehen haben oder ob ich da jetzt nochmal zwei schnell anpflanze, dass wir bis Tag 14 die Bäume ausgewachsen und oben nochmal eine Brücke hinsetzen können. Verdammt, jetzt habe ich die. Jetzt Dass bin wir ich wieder. losgelaufen, ohne die. Na, die Pickaxe ist jetzt gerade fertig geworden. Dass wir sie Okay, wieder. ich komm gleich wieder zurück sonst. Abo. Du hast jetzt keine Pickaxe. Doch, habe ich. Die von mir. Ach so, okay. Xyra, dann gebe ich dir eine. Ich habe Ich ihm pack noch die. die hohe gegeben. Ich pack die in das blaue Auto, was gerade beim Stadteingang liegt, ja? Okay. Das Ich ist werde gut. hier übrigens mal ausprobieren, was ich bei mir im Singleplayer versehentlich gemacht habe, aber so super funktioniert hat. Was denn? Naja, ich gehe jetzt mal wieder unters Wasser. Ach ja, richtig, genau. Und ich bin Okay, mal die eine gespannt. Kiste ist leer, schön. 5 Klebstoff! Ha, 5 Klebstoff! 5 Ja, Klebstoff! Wir können noch Crossbow bauen! Wobei, ich habe noch 110 Pfeile, die ich erst verschießen muss. Ups. Ja, wir gut, ich haben. muss meine ja auch noch erst verschießen, aber das kriegen wir schon hin. Ich nehme mich mal des ganzen Essens an. Ich überlege gerade, wollen wir noch ganz kurz hier ein bisschen eben schnell weiter Ja. looten? Vielleicht finden wir noch eine Wrench. Wir haben ja keine mehr jetzt. Ja, das wäre Ja, natürlich ganz können wir gut, ne? machen, wenn wir noch was. Und wenn ihr auf dem Rückweg was zu essen mitbringen könntet, sofern ihr noch Platz habt, wäre es auch nicht übel. Ja, Ja, die klar. Konserven, ja. Jetzt schlimmstenfalls haben wir aber noch ein bisschen Essen, haben wir aber noch zu Hause. Ja, ein bisschen ist noch da, aber Wir ich meine halt müssen. so Hirsch, ne? Und so was. Ja, müssen am Tag 11 mal ein bisschen jagen gehen, ne? Ja, das. Xyra, du Da kannst fühle wieder ich durch die mich wieder Gegend streifen und den berufen. Tieren Namen geben und sie dann töten. Ja, nee, wäre nur auch diesmal ganz praktisch, weil ich kann gleich Ausschau halten nach roten Blümchen. Blümchen! Blümchen, ich habe einen Grund zu So, ich tüchtigen. pflanze jetzt noch einen Baum. Ich habe Und dann können wir Grundzutüchtig. das bei uns so weit erweitern, dass wir wieder die Zombies von mehreren Seiten beschießen können. Okay, hier war Was auch machst du denn was. hier drin? Nicht wahr? Ich bin nicht drin. Nee, du faust mich auch nicht so an. Naja, wenn du plötzlich bei mir in der Wohnung stehen würdest, mein Lieber, dann würde ich dich aber auch anfauchen. Möchte jemand von euch eine lila Baseballmütze haben? Also eine lila im. Eine rote Mütze mit lila, ihr wisst, was ich meine, 564er. Ich habe einen Cowboy-Hut. Nee, eine Baseballmütze. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann halt nicht. Ja, ach jetzt dein Kumpel kommt auch noch, oder was? Mensch. So. Hier mache ich das. Und noch ein Nest.
Ich finde, wenn man so die Straße lang läuft und gerade mal nichts tut, außer wirklich die Straße lang läuft, dann wäre eigentlich Sie ideal läuft. So diese Benny Hill Musik. Ja. So, da sind... War ja klar. Oh nein, und ich habe jetzt keine Axt dabei, weil ich eigentlich nur die Kisten leer machen wollte. Na gut, ich habe meine Steinaxt dabei. Ich habe ein Mining-Helm gefunden. Haben wir jetzt zwei, ne? Also, Avo hat seinen abgegeben, oder wie? Nee. Nee. Ich hab doch mal ein Mining-Helm gehabt, bin ich denn verrückt? Vorsichtshörer? Well, ja, hast gesehen. Hat gesehen. Das Fass nehme ich sonst mit, weil ich habe schon Fäschchen in der Tasche. Okay. So, wer macht hier jetzt gerade noch Alarm? Ich glaube, der ist drin, ne? Ja, der ist der weg. War den hab drin. Ich, und den habe ich mich gerade... Oh, jetzt liegt der hier so im Weg rum, dass ich nicht ins Haus komme. Jetzt hau ich ihn erstmal mit der Axt in den Schritt hier. So. Was würdest du denn sagen, wenn ich das jetzt mit dir mache? Aua, würde ich dann sagen. Siehst du? Nicht hey, nur. Ein Pistolbook. Wer wollte gerne mit Pistolen spielen? Auch Pistolbook nehme ich. Okay, hier, bitteschön. Wenn du nicht möchtest, dann... Das passt schon. Ich stehe mit Pistolen ein bisschen auf Kriegsfuß, so. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich mal treffe, brauche ich auch Wumms, so. Weil ich treffe halt irgendwie, glaube ich, zu schlecht. Da vorne ist eine Kirche. Die müsstest du looten. Ich kann Kirchen nicht betreten. Ja, echt nicht? Nee, da wollte ich auch hin zu der Kirche, weil da gibt es ein paar Schränke im Krematorium, die auch ganz interessant sein können. Ich nehme hier die Hütten vor. Der will mich ja veräppeln hier. So, dann wollen wir doch mal. Hier haben wir nämlich schon mal das Kühlhaus. Na toll, zwei Sag lecker tote Fleisch. Eine Glasscheibe. Sag mal, was? Boah, tolles Kühlhaus, ey. Na ja, echt? Nochmal drei tote Fleisch. Oh, tote Fleisch und Knochen. Es lohnt sich ja hier gar nicht gerade. So kenne ich das aber nicht. Ich habe Klebstoff gefunden. Auch schick. Kohle. Das lohnt sich ja Wahnsinn. Klebstoff ist gut. Und Duct Tape habe ich noch ein bisschen gefunden. Also dem dritten Crossbow steht nichts mehr im Wege. Das ist doch sehr schön. Also bisher war hier nichts drin. Hat sich gar nicht gelohnt. Eigentlich bringt die Kirche echt immer guten Loot, fand ich. Total enttäuschend, ey. Ja, das ist, wenn man dann immer zu viel fordert, dann kommt gar nichts mehr. Ich fordere ja gar nicht, ich wollte halt nur das Beste. Das geht mir auch immer so. Toll, nicht mal in Särgen ist was. Das ist auch so. Echt, weißt du, und das über Smartphone und Lautsprecher in der Straßenbahn. So. Ja. Hunting Rifle Schematik, noch eine zweite. Mhm. Sehr schön. Das ist so geil. Ich finde die Hunting Rifle Schematik, 2 Sekunden vergehen und dann kommt dieser Fallout-Song, den ich ja einspiele, wenn ich einen Follow kriege. Ich weiß nicht, wie ich es abstellen soll, aber es kommt halt dieser Fallout-Level-Up-Song. Der klingt halt so ein bisschen episch und passt halt zu solchen Situationen auch immer ganz gut, wenn man gerade was gefunden hat. Merkwürdig. So. Also Kirchen lohnen sich heutzutage gar nicht mehr. Das ist so die Kernaussage, die ich jetzt gerade nach dieser Loot-Runde treffen kann. Okay, das ist ja das, was ich immer sage, aber naja. Die lohnt sich aber schon. Die lohnt sich aber schon seit etlichen Eiweiß nicht mehr. Naja, man muss halt dran glauben, ne? Das ist so mein Problem. Das ist eine Glaubensfrage. Genau. Das ist eine Glaubensfrage. Ja, schön. So, ich mach's jetzt erstmal hübsch. 1, 2, 3, 4, echt aus so einem Messingpokal irgendwie. Nicht mal Wein habe ich gefunden. Aber egal, wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen.
Sprach. Geh mal in den Keller, aus. Vielleicht findest du da kleine Jungs. Was wollte ich denn jetzt? Ey, das war böse, Xyra. Der war böse. Der war böse. Ah. Nee, der Tower ist down. Der war ja nicht. So. Ich habe auch nicht viel Glück hier. Ich habe noch eine Hunting Rifle Schematik gefunden. Ja, die. Aber hier, das ist ohne Scheiß. Hier ist, ich sehe doch hier in diesem kaputten Wagen, hängt von außen schon die Autobatterie dran. Die kann man sogar sehen. Was? Ist, ja, doch, hier ist ein kaputtes Auto. Man kann richtig die Autobatterie sehen von außen. Ja, aber das ist halt so eine. Das ist wie beim ohne Werbung zu machen, ich mag das Ding überhaupt nicht, wie beim Phone. Mit dem Hühnerei dahinter oder vorher. Da sind die Batterien ja auch so eingebaut, dass du sie nicht mal rauskriegst. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Aber ich habe mir sagen lassen, das neue Sung, das soll das auch machen. So, ich bin hier fleißig am Looten, aber ich habe hier, ich habe Besuch. Ist das okay, wenn ich die Hunting Rifle Schematik eben lese, dann habe ich wieder einen Taschenplatz mehr? Ja, klar, mach. So. Jetzt habe ich doch was Kopf vergessen. Weg. Ich liebe es. Das hat so ein bisschen was Splatter-mäßiges. Ich liebe es. Ich fasse es nicht. Was will ich da? Nix. Den brauchen wir nicht mehr. Glaube ich. Hast du da eigentlich Eisen in der Mine gefunden? Nee, ne? Unsere Mine geht nur gerade nach unten und dann hört sie schon auf. Also. Und doch so groß. Ja. Ne, da war jetzt auf ersten Blick kein, ich bin ungeduldig und wenn ich dann nicht direkt Eisen sehe, nee, also das ist, da kannst du gerne mal ein bisschen rumschlagen, da, die kann auch nichts. Das ist, wenn sie groß ist, will sie mal eine Mine werden. Oh. Ach, so eine ist das. So. Ich könnte doch schwören, dass hier oben drauf liegt doch aber immer was, oder? So, jetzt brauche ich, Dönig. Ich habe eine 401er Ranch gefunden. Ich glaube, deswegen sind wir hier noch rumgelaufen, ne? Ja, cool. Wo hast du die gefunden? Da, wo ich gerade bin. Kannst du es näher beschreiben? Siehst du Farben oder so? Formen? Ja, ich bin in so einem in Metallwand eingefassten Gedöns. Siehst du Farben und Formen? Du meinst einen Schrottplatz? Richtig, danke. Ich kam nicht aufs Wort. Nein, echt jetzt? Du meinst einen Schrottplatz? Oh, Nicole, warum bist du gestorben? Sie sah den Schrottplatz und starb. Kochtopfmine oder eine richtige Mine? Eine richtige Mine. Sie lag vor einem Tresor. Auch jetzt sag nicht, du bist da reingegangen, wo ich gesagt habe, da sollst du nicht reingehen. Ach, in dem Gebäude, ach, in diesem großen Fort, das ist doch kein Schrottplatz, das ist doch dieses Riesenfort da. Nein, Fort ist für mich was anderes, aber. Also da sind mehrere Gebäude drin, was ist denn für dich dann ein Fort? Ich hatte die Mine direkt vor dem Tresor allerdings zerstört und nur die Mine daneben, die lag. Ja, ich war in einem anderen. Hier ist noch ein zweites. Ach, hier ist noch ein zweites. Ja. Na, ich laufe dann mal los und hole mir meinen Rucksack wieder. Warum machst du sowas auch? Ich weiß auch nicht. Jeder Gang macht schlank. Ich habe dafür was anderes Schönes für dich gefunden. Ja. Zum Trost. Exploding Crossbow Bolt Schematik. So. Yeah, das ist gut. Wollen wir doch mal gucken? Ob das hier auch so funktioniert, wie ich mir das jetzt gerade mal denke. Wäre ja schön. Ach, Dickführer. Ja. Sie ist aber flüssig. Dann gehe ich mal eben zu deiner Leiche hin. Und ich bin mir nicht sicher, ob da noch eine lag. Den Tresor hast du noch nicht aufgemacht, denke ich. Nee, habe ich auch nicht. Dann kann ich den mal eben für dich aufkloppen. Ich wollte dir nämlich eigentlich gerade Bescheid sagen und so langsam meine Pickaxe nehmen, damit ich den schon mal. Die Minen kann man nicht aufnehmen, ne? Die kann man nur. Kaputt machen. Die kannst du nur bumm machen. Ja, das mache ich jetzt lieber nicht, weil. Schießt da mit einem Pfeil drauf und gut ist. Nee, das mache ich jetzt nicht, weil mein Rucksack liegt ja genau daneben. Das wäre so, vielleicht das ist, keine so geile Idee. Nein. Aber dann. Ich glaube, dann wirst du ja ganz böse mit mir sein. Ja. Bin ja, aber gleich da. So was sollte man tatsächlich auch nicht tun, nein. Sollte man nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das den Rucksack dann vielleicht noch zerreißt. Mhm. Ja, durchaus. Ich teile deine Vorstellung.
Auf Aber Twitter? ich bin auf dem Oh Gott. Wir haben, hat mir Ralf geschickt. Pass auf. Wir haben bei uns direkt vorm Zeitgeist war das gewesen. Da war so ein Typ mit so einem Skelettmarionette. Ja. Und hat damit den alten Song, ich glaube Let's Twist oder wie heißt der? Ja, hat er das. Aber so geil. Ne? Da hat quasi das Skelett, dann konntest du auch das Maul bewegen. Halt, ne? Das war wie ein, halt so eine Marionette. Ja, und dann fing er da an zu tanzen und Kamera nur auf das Skelett, der Song nebenher. Ne? Das war so geil, was, das glaubst du nicht. Das ist richtig gut gemacht. Das Maul bewegen? Ja. Das ist ein Mund. Das, nein, beim Skelett ist das ein Maul. Das ist ein Skelett. Ja, aber das ist trotzdem ein Mund. Warum soll ich ein Skelett vermenschlichen? Jetzt hab ich da oben schon Mensch war. Ja, ja, die Betonung liegt auch wahr. Ich meine, ich sah noch nicht mal bei Tieren Maul. Also ich sag da auch nicht Mund, sondern da sage ich den Schnute. Schnute? Schnute sage ich beim Baby. Nee, beim Baby, da, nein, da reden wir gar nicht drüber. Ist ja wahr? Ist halt nur doof, wenn sie Schnute heißt. In dem Tresor sind jetzt noch drin. Erstmal ein Exploding Crossbow Bolt Schematik, den habe ich für dich da reingelegt. Das ist sehr lieb von dir. Und dann sind da einmal Orange Pistol Parts. Wenn du kannst, nimm sie mit. Und dann haben wir noch zweimal Pistol Grips. Also du kannst ein Part und ein Grip kannst du miteinander kombinieren, wenn du das Buch hast. Hast du ja, glaube ich, gelesen, ne? Ja. Den zweiten Pistol Grip nehme ich einfach mal mit. Dann brauchst du nur noch einen Taschenplatz frei. Den hast du wahrscheinlich, ne? Denke ich mir. Den sollte ich eigentlich haben, ja. Okay. Ich bin auch bald da. Ich sehe es hier mal raus. Wir haben auch schon wieder ein bisschen Zeit rum, wie ich gerade feststelle. Ja, stimmt. Stimmt. Man könnte jetzt natürlich sagen, ob ich es zu meinem Rucksack schaffe. Oder nicht. Oder nicht. Das erfahrt ihr nicht durchs Licht. Das ist richtig. Oder man sagt sowas wie, und ob ich vielleicht eine neue Mini gecraftet und vor ihr im Rucksack gelegt habe, das erfahrt ihr in meiner Folge. Aber ne, habe ich nicht gemacht, braucht ihr gar nicht zu gucken, bleibt mal bei den anderen. So. Er hat eine neue Mini gecraftet, andere Buddelminen, er craftet sie. Genau, andere Buddelminen. So sieht das aus. Gut, aber ich habe noch ein kleines Stückchen, also von mir aus können wir jetzt gerne schon mal beenden. Genau. Ja, dann eben genau. Bin ich gleich wieder angezogen und abmarschbereit in der neuen Folge. Du bist ausgezogen. Zieh mal was an, Xyra, und dann... Ja, ich bin nackig. Nackig. Jetzt weiß ich, warum du ohne Cam bist. Nina, nackig. Ja. Nein, dann wäre ich hier jetzt nackig, dann wäre ich natürlich mit Cam. Ach so. Genau, man muss den Zuschauern was bieten, nicht wahr? Ja, genau. Wo habe ich mir hier denn den Eingang gemacht? So, während ich den Eingang suche, verabschieden wir uns. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ach so, wir sind schon raus. Tschüss. Ja.